Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau, herzlich willkommen zur ersten Runde im Hessen-Pokal. Wir sind zu Gast zum Derby in Seligenstadt und die Bayern mussten einem Rückstand hinterherlaufen, denn Robin Weber traf in der 36. Minute sehenswert zum 1:0, ehe dann Luka Garic kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1:1 ausgleichen konnte. Beim Stande von 1:1 wurden dann auch die Seiten gewechselt. Allerdings bleibt auch zu erwähnen, Seligenstadt seit der 18. Spielminute nur noch mit 10 Mann auf dem Feld. Und dann machen wir im zweiten Durchgang einen Sprung in die 63. Minute. Eckball für die Bayern. Den führt Younes Djebbari aus. Blick in die Mitte zu den Mitspielern. Und der Ball kommt auf den Kopf von Kosunke Ota und die Bayern gehen in Führung. Und nun heißt es nochmal anschnallen für die nächsten 10 Minuten, denn die Bayern suchen jetzt die Entscheidung in der Offensive. Seligenstadt verliert nun früh den Ball im Spielaufbau. Djebbari hat aufgepasst. Dann Luka Garic auf die Seite, auf den Flügel. Den Flankenball können die Seligenstädter zunächst noch klären. Aber dann kommt der Ball erneut nach außen und dann Giuseppe Signorelli, goldrichtig und der Goalgetter trifft zum 1:3. Jetzt merkte man den Gastgebern deutlich an, dass sie mit einem Mann weniger agieren mussten. Alzenau erneut im Vorwärtsgang und nach diesem Halten gibt es natürlich nur eine Entscheidung: Elfmeterpfiff und Strafstoß für die Bayern. 20 Minuten vor dem Ende also die Möglichkeit auf den vierten Treffer. Luka Garic schnappt sich den Ball und verwandelt 4:1 für Bayern Alzenau. Nur 4 Minuten später erneut Alzenau. Der Ball wird zurückgespielt auf Sebastian Schreiber. Der spielt direkt weiter und die Bayern verlagern das Spiel auf die linke Seite. Paul Seikel und Lukas Fescher kontrollieren den Ball. Dann kommt der Flankenball in die Mitte auf Nicola Jürgens. Der hat jede Menge Zeit und sieht natürlich Almir Tiga und Almir trifft zum 5:1 Endstand. Wir von Bayern Alzenau TV freuen uns schon auf die nächste Runde im Hessen-Pokal und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.